Hallihallo, meine Lieben. Ja, vielleicht merkt ihr an dem Hintergrund, ich bin nicht zu Hause. Und zwar bin ich im Urlaub mit meiner Familie. Und ja, wir sind in Ungarn. Und ja, und jetzt habe ich einen kleinen Mini-Haul für euch. Und zwar waren wir in Österreich, da also sind wir nach Österreich heute rübergefahren und waren da einkaufen. Und eigentlich haben wir ein Shopping-Center gesucht, was wir auf der Hinfahrt gesehen hatten. Aber das haben wir irgendwie nicht mehr richtig gefunden oder es war irgendwie ein anderes, was wir dann gefunden hatten. Da war es irgendwie nicht so schön. Und dann habe ich gesehen, dass da Bipa war. Und Bipa gibt es ja nur in Österreich und gibt es ja in Deutschland bei sich. Also musste ich da unbedingt rein und habe da vier Sachen mitgenommen. Und das erste ist von Look for Bipa, so ein Kabuki. Steht halt Look for Bipa drauf. Und ich filme jetzt nicht mit der Kamera, ich filme jetzt mit meinem Handy und deswegen. So. Also muss man hier oben aufmachen. Und dann ist also dieser Kabuki. Und hier steht auch nochmal Look for Bipa drauf. Und die sind richtig schön. Wie heißt denn das? Der ist richtig schön weich. Und mir gefällt es wohl, dass er hier oben pink ist. Das ist so ein richtig schönes Neonpink. Und ja, der ist schön weich und bis jetzt hat er noch nicht gehart. Und ja, der ist einfach nur voll schön. Der hat gekostet 4 Euro, also 3,90 €. Dann habe ich mir noch gekauft, auch von Look for Bipa, eine Wimpernzange. Und, oh, ich habe es auf der falschen Seite aufgemacht. Okay. Eine Wimpernzange. Auch einfach nur von Look for Bipa, steht hier oben auch nochmal drauf, hier. Und ja, ich habe einfach eine neue gebraucht und es ist einfach nur eine Wimpernzange. So. Dann habe ich mir noch gekauft von Be Pretty einen weißen Kajal. Also Be Pretty. Und ja. Einfach nur einen weißen Kajal. Ja, meine Hand ist ein bisschen voll geswatcht. Ich war in den Läden noch drin und musste mir dann alles angucken, weil ich halt noch nicht da einkaufen war. Und dann noch mal von Look for Bieber, von, nee, Look by Bieber, eine Vamp Eye Volume Mascara in Black. Und die sieht so aus. Ich habe auch noch überlegt, die Wasserfeste mitzunehmen und dann noch von Be Pretty noch eine. Aber irgendwie wollte ich dann nicht drei Stück mitnehmen, habe ich nur die eine mitgenommen. Und ja, die ist einfach nur in Schwarz. Und da sind 13 Milliliter drinne. Und die hat so eine Bürste. Und die ist eigentlich so ähnlich wie die, wie heißt sie denn? Hier. Ach, von die Rosane von Essence. Ich weiß nicht, wie die heißt. Die heißt. Keine Ahnung. Ich habe vergessen, wie die heißt. Auf jeden Fall die eine Mascara von Essence. Die Rosane. Das ist scheiße. Warum fällt mir das jetzt nicht ein? Ich hole sie kurz. Aua. Hier, jetzt. Wie die Multi-Action von Essence. Kann ich die einmal beide? Weil meine ist jetzt alle gewesen, weil es hier irgendwie, ich habe hier kein Essence gesehen. Ich weiß nicht, bei Bipa habe ich keins gesehen, bei DM auch nicht. Obwohl es bei uns zu Hause im DM immer Essence gibt. Also ich glaube, die kennen das gar nicht wirklich. Und, ups. Für mich ist das schon irgendwie beides das gleiche. Also die sehen schon relativ gleich aus, finde ich. Aber ich will die jetzt erstmal testen und dann. Selber wollte ich was vom Look for Bipa haben. Und der Kabuki ist so schön. Okay. Und die Wimpernzange hat gekostet 3 Euro. Der Kajal 1,29 € und die Mascara hat 3 Euro gekostet, also 2,99 €. Dann waren wir noch bei New Yorker. Und ja, da waren dann Oberteile runtergesetzt und zwar hat meine Mom hat mir einmal dieses Oberteil gekauft. Das ist so ein. Hier von. Eigentlich ist es von Fishbone. Diese Marke. Ich weiß nicht, aber ich glaube, es ist irgend sowas. Das ist ähnlich so eine Sportmarke. Und dann sind hier halt so Streifen drauf: in Pink, Türkis, Dunkelblau, Lila, Grün. Und ja. Es hat an den Armen ein bisschen weiter hier unten. Und ich finde das sehr schön. Es hat ein runtergesetzt, war es glaube ich auf 8 Euro. Also, das war jetzt im New Yorker in Ungarn. Und es hat dann keine Ahnung, wie viel gekostet. Das war dann
irgendwas auf 300 noch was runter, also vorhin drunter gesetzt. Dann noch ein Oberteil, was ich sehr schön finde, und zwar die Farbe auch von Fishbone. Und das hat mir meine Mom auch gekauft und es ist halt so eine Farbe, ich finde die richtig schön. Und es ist auch an den Armen ein bisschen weiter. Und ja, also ich finde die Farbe einfach nur richtig schön. Es war auch untergesetzt auf 8 Euro, wenn man es jetzt umrechnen würde alles, weil es ja alles hier in Forint bezahlt wird, was ich sehr kompliziert finde, weil es einfach nur zu viel zahlt. Und dann zum Schluss habe ich meine Mama auch noch gekauft, den Schal, den ich auch sehr schön finde, und zwar diesen. Der hätte umgerechnet, glaube ich, 10 Euro gekostet und ich finde den sehr schön. Und der hat dann auch mit diesen, hier sind so zwischendurch so ein paar Blümchen drauf, die so Neon sind. Und ich finde den richtig schön. Und dazu werde ich euch auch noch ein Outfit of the Day machen, weil ich habe zu dem Top, werde ich dann ein Oberteil anziehen, was auch so ein Braun hier hat. Und es wird bestimmt super zusammen aussehen und deswegen werde ich probieren, weil es so schön zusammen aussieht. Ja. Der Fernseher lenkt irgendwie ab. Okay. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Restferien oder ein schönes Wochenende. Kommt drauf an, wenn ich es hochladen werde. Und ja. Ja, keine Ahnung. Okay, ich wünsche euch dann nur einen schönen Tag oder ein schönes Wochenende oder sonst was. Schönen Ferien. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt schön Kommentare und abonniert mich. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.